Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass alle Macht dein ist und dass wir uns versammeln dürfen in deinem Namen. Du sagst, Herr, wenn zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen, bist du mitten unter ihnen. Danke dir, dass du einfach unter uns bist. Danke dir, dass du für uns gestorben bist, dein Leben für uns gegeben hast und dass wir durch dich ewig leben dürfen, dass wir durch dich, Herr, einfach in die Gemeinschaft zum Vater zurückgeführt wurden, dass wir durch dich Kinder Gottes werden dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass wir das immer mehr und mehr verstehen dürfen, Herr, was das bedeutet für uns. Ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest und einfach diesen Gottesdienst segnest. Amen. 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 Ich möchte euch heute, also ich habe aufs Herz bekommen, etwas zu predigen über die Bedürfnisse der Seele. Und ich habe ein bisschen einfach gebetet, Herr, was möchtest du der Gemeinde weitergeben, und habe dann am Freitagabend auch noch eine Bestätigung bekommen. Und ich möchte euch hier einfach ein bisschen was weitergeben über diese Bedürfnisse der Seele, wie der Mensch gemacht ist. Und wir wissen ja, dass wir Menschen einen Körper haben, den wir sehen, aber wir haben auch einen Geist, wir haben eine Seele. Und die Seele ist eigentlich dieses Schlachtfeld, um die auch der Feind kämpfen möchte und wo auch Gott regieren möchte in unserem Leben. Und ich denke, mir ist wichtig, dass wir einfach diese Dinge verstehen. Und Robert Ewing hat hier eine Lehre entwickelt über diese Bedürfnisse der Seele in den 60er Jahren. Und ich möchte euch hier einfach ein paar Gedanken weitergeben. Zunächst einmal gebe ich euch einen Überblick über diese Bedürfnisse. Ein Bedürfnis wäre das Bedürfnis nach Selbsterhaltung. Das heißt, jeder hat von sich aus das Bedürfnis, dass er einfach sich selbst erhält. Und wenn alle anderen Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann ist es so, dass wir so einen Überlebenstrieb haben. Und zum Beispiel, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, in einer Kriegssituation, dann kommt das auch sehr, sehr stark zum Ausdruck, eben dieses Bedürfnis nach Selbsterhaltung, einfach den Leben oder den Willen zu überleben. Wir haben auch den Bedürfnis nach Selbstausdruck. Das sieht man an jedem Kind. Ein Kind möchte sich selbst ausdrücken, irgendwie zeigen durch Sprache, durch Bewegung, durch Zeichnen, wie auch immer. Einfach sich selbst ausdrücken, die eigenen Talente zum Ausdruck bringen. Auch das ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Dann hat Gott uns das Bedürfnis nach Sicherheit gegeben, das Bedürfnis nach Treue, das Bedürfnis nach Einfluss, nach Erkenntnis und nach Annahme. Das sind unterschiedliche Bedürfnisse. Ich kann jetzt heute nicht über alle sprechen, aber Gott hat mir zwei besondere Bedürfnisse aufs Herz gelegt. Das erste wäre das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Treue, auf die ich heute etwas näher eingehen möchte. Vielleicht auch noch auf das Bedürfnis nach Selbstausdruck. Und im Johannesevangelium wissen wir, dass Jesus verschiedene Worte verwendet hat. Er hat immer wieder gesagt, ich bin. Er hat sich auf verschiedene Art und Weise offenbart. Er hat zum Beispiel gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und mit diesem Ich-Bin-Wort stillt er unser Bedürfnis nach Selbsterhaltung. Oder hat zum Beispiel gesagt, ich bin das Licht der Welt, und damit stillt das unser Bedürfnis nach Selbstausdruck. Ich kann das später noch ein bisschen genauer ausführen. Generell ist es so, Bedürfnisse, man kann auch dazu sagen, es sind Wünsche. Also einfach Dinge, die in uns, ich sage jetzt mal, bestimmte Taschen, die gefüllt werden möchten, und bestimmte Dinge, die einfach Wünsche in uns sind, bestimmte Motoren auch, also Bedürfnisse führen auch dazu, dass wir Motivation haben, dass wir uns in eine bestimmte Richtung hinbewegen. Man könnte sagen, es sind einfach bestimmte Motivatoren in unserem Leben, die auch dazu führen, dass wir eben tätig werden. Und ich möchte jetzt beginnen hier mit einer Bibelstelle, und zwar steht die im Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 9. Dort sagt Jesus von sich aus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und dieses Ich bin die Tür hat zu tun mit unserem Bedürfnis nach Sicherheit. Also dieses Ich bin-Wort hat Jesus erwähnt. Wir wissen, damals waren viele Menschen in der Landwirtschaft tätig. Die meisten waren Bauern und hatten Tiere zu Hause, mit denen sie sich selbst versorgt haben. Und hier hat Jesus zu Menschen gesprochen, die das relativ gut verstanden haben, worum es dabei geht. Und dieses Ich bin-Wort steht auch sehr nahe zusammen mit dem Wort Ich bin der gute Hirte. Und hier geht es darum, ich bin die Tür. Stellt euch vor, dass der Hirte hat die Schafe, und er hat diese Schafe auf die Weide geführt,
Und am Abend hat er sie in eine, so eine Schafhürde hineingebracht. Und das war so ein, einfach ein umzäunter Ort, ein geschützter Ort. Dort waren die Schafe beschützt vor Wölfen und vor anderen Feinden. Und diese Schafhürde hatte so einen offenen Bereich, man kann sagen eine Tür. Und in diese Tür hat sich der Hirte hineingelegt und hat sich zwischen die Schafe und die Feinde gestellt, zwischen die Schafe und die Wölfe gestellt und hat so einfach die Schafe beschützt. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, hat das damit zu tun, eben mit unserem Bedürfnis nach Sicherheit, mit unserem Bedürfnis nach Schutz. Und er sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Also wir wissen, Jesus Christus ist diese Tür, durch die jeder von uns hineingegangen ist. Jeder von uns wurde, also wenn wir durch diese Tür hindurchgehen, dann erfahren wir Schutz, wir erfahren Sicherheit, wir erfahren Geborgenheit und wir sind durch diese Tür hineingegangen. Wir sind in diesen Schutzraum Gottes hineingetreten und eine Türe ist etwas, das den inneren Bereich von einem äußeren Bereich trennt. Stellt euch ein Haus vor, da gibt es eine Haustüre, durch die Türe geht man ins Haus hinein. Also sie gibt uns einen Zugang, aber sie verhindert auch, dass vielleicht falsche Personen, Diebe, Räuber oder andere gefährliche Menschen in dieses Haus hineinkommen. Also eine Tür hat so eine Funktion der Trennung, aber auch eine Funktion, die einen Zugang gibt. Und Jesus sagte hier, wenn jemand, also die Schafe werden durch diese Tür ein- und ausgehen und werden Weide finden. Und wir dürfen wissen, wenn wir durch diese Tür hindurchgegangen sind, dann sind wir eben in diesen Schutzraum Gottes hineingekommen. Wir sind in diese Hürde hineingekommen als Schafe. Also es ist ein bisschen eigenartig, dass Gott uns als Schafe bezeichnet, dass Jesus uns als Schafe bezeichnet. Aber wir dürfen wissen, Schafe haben keinen Orientierungssinn. Also Schafe brauchen einen Hirten, der sie zur Weide führt, der sie zum frischen Wasser führt. Und genauso ist es so, ist es bei uns als Menschen, wir haben zu wenig geistigen Orientierungssinn und er sagt, ihr braucht den Erzhirten Jesus Christus, der euch geistige Orientierung gibt, der euch zu den frischen Wassern führt, der euch auf die frischen Weiden führt. Und interessant ist, dass Reinhard Bonnke hat einmal gesagt, dass Jesus dieser Zimmermann war, der aus den Balken des Kreuzes eine Tür gezimmert hat, die zum Leben führt. Also dieses Kreuz ist diese Tür, durch die wir hindurchgehen, durch diese Tür, bei der wir uns einfinden und durch diese Tür, durch die wir auch Schutz empfangen können. Und es heißt auch, es ist die einzige Tür. Also der Feind versucht den Menschen verschiedene Türen anzubieten, verschiedene Heilswege anzubieten, aber Jesus Christus ist die einzige Tür, die zum ewigen Leben führt. Und alle anderen Türen führen schlussendlich in die Finsternis, führen in eine Sackgasse, sind Irrwege. Jesus sagte später auch im Johannes 14, wir kennen alle diese Stelle, er sagt dort auch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also er ist der einzige Weg, der zum Vater führt. Diese Tür ist die einzige Tür, die uns zur Ewigkeit hin, zur ewigen Lösung hinführt. Und wenn wir so in die Welt hinausschauen, dann wissen wir, dass diese Welt geprägt ist von humanistischem Denken. Also speziell bei uns in Europa sind die Menschen eigentlich sehr gebildet und wir sind in diesem humanistischen Geist aufgewachsen. Und der Humanismus verachtet das. Er verachtet das, dass die Christen sagen, Jesus Christus ist der einzige Weg, er ist derjenige, der uns retten kann. Und ich habe auch schon mit Menschen gesprochen und die haben zu mir gesagt, ja, wie kannst du denn sowas glauben? Wie kannst du in der heutigen Zeit glauben, dass das der Weg ist, dass das der einzige Weg zur Erlösung ist. Und man hat so das Gefühl, die Menschen denken, ja, wenn jemand Christ ist, dann ist er irgendwo naiv oder ist irgendwo dumm oder ist irgendwo beschränkt oder was auch immer, irgendwas stimmt mit dem nicht, dass er das glauben kann. Aber wir dürfen wissen, das ist eigentlich auch ein humanistischer Geist, der die Menschen verblendet. Und es steht auch im Wort, dass der Mensch, der nicht wiedergeboren ist, also der seelische Mensch, er versteht nicht, was vom Geist Gottes kommt. Also gibt es Menschen, die haben einen Doktortitel oder zwei, das sind Wissenschaftler, die verschiedenste Bücher geschrieben haben, die in der Welt sehr berühmt sind, sehr intelligent sind, aber wenn sie den Geist Gottes nicht haben, dann bleibt diese Dimension des Lebens für sie völlig verschlossen. Und
wir dürfen dankbar sein, dass Gott uns das hier die Augen geöffnet hat, dass er unsere geistigen Augen geöffnet hat, dass wir einfach diesen Geist Gottes erkennen können und das Wirken des Heiligen Geistes auch erleben dürfen. Und ich denke mir, früher im Mittelalter, also die Menschen denken sich ja, wenn du früher so im Mittelalter gelebt hättest und dass dort die Menschen an Jesus glauben oder dass dort die Menschen an die Kirche glauben oder an das Wort Gottes glauben, dann war das dort verständlich, also die sagen, das war vielleicht noch verständlich, weil dort konnten die Menschen nicht lesen, sie konnten nicht schreiben, sie waren eigentlich ungebildet, aber sie sagen eigentlich, in der heutigen gebildeten, aufgeklärten Zeit ist es eigentlich undenkbar, an das zu glauben, oder? Aber wir haben diese Erkenntnis erfahren. Und auch Paulus hat das schon zu seiner Zeit geschrieben. Ich lese euch vor im 1. Korinther 1,18. Dort lesen wir: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Also für die Menschen der Welt, die Jesus nicht kennen, ist das Wort vom Kreuz, das Evangelium, eine Torheit, eine Dummheit. Sie denken sich, ja, nur beschränkte Menschen können das glauben. Aber es heißt hier, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Also wir, die wir selig werden, ist das Evangelium, das Wort vom Kreuz, eine Kraft Gottes. Und das Wort, das hier steht, ist Dynamis. Also das Wort kann man am besten übersetzen mit Autorität, Macht, Herrschaft. Also Gott wird drückt seine Kraft, seine Autorität, seine Weisheit durch das Evangelium aus. Und wenn wir weiterlesen im 1. Korintherbrief, heißt es, dass die Klugen, die Schriftgelehrten, das ablehnen, aber dass Gott die Klugheit der Welt zur Torheit macht. Also er hat sich entschieden, durch das Wort des Evangeliums, durch das Wort des Kreuzes eine Weisheit aufzurichten, die die Welt zwar verachtet, aber bei Gott sehr kostbar ist. Und wir dürfen einfach dankbar sein, dass wir diese Weisheit erfahren haben. Und in diesem Wort ist Vollmacht, also diese Dynamiskraft, bewirkt Befreiung, Heilung, bewirkt Wunder, bewirkt unterschiedliche Dinge, wenn wir an dieses Wort vom Kreuz glauben. Paulus hat auch an einer anderen Stelle noch geschrieben, im Römerbrief, ist vielleicht eine Bibelstelle für uns alle, da heißt es im Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Also vielleicht geht es euch manchmal so, dass ihr euch für das Evangelium schämt, weil wir eben das spüren, dass die Menschen der Welt es verachten, weil sie spüren, ja, eigentlich nehmen sie uns nicht ernst, weil sie sich denken, wie kann man in der heutigen Zeit das glauben? Aber wir schämen uns des Evangeliums nicht, Paulus schämt sich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Also dieses Evangelium, dieses einfache Wort Gottes, ist Gottes Weg, den er dazu bestimmt hat, uns Menschen selig zu machen. Und Jesus hat gesagt, er ist die Tür, wenn wir durch diese Tür hindurchgehen, ist die einzige Tür, die zum Leben führt. Und wenn wir noch kurz über dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit sprechen, also die Menschen versuchen, dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit zu stillen, beispielsweise indem sie auf Geld vertrauen. Also viele versuchen zu arbeiten, sie sparen, sie legen Geld auf die Seite, sie kümmern sich um ihre Pensionsvorsorge und sie vertrauen in irgendeiner Form auf ihre Finanzen, dass wenn es Probleme gibt, können sie darauf zurückgreifen. Sie denken sich, Geld ist Energie, das kann ich zur nötigen Zeit freisetzen und kann mir bestimmte Dinge damit kaufen, kann mir bestimmte Sicherheit damit einkaufen. Oder die Menschen vertrauen auf die medizinische Versorgung. Gerade hier bei uns in Europa sind wir irgendwo, viele Menschen sind von Gott weggekommen, weil sie sich denken, ja, wir haben sowieso alles im Griff. Wir haben Wissenschaftler, wir haben Technik, wir haben medizinische Versorgung, wir haben all die Dinge, die uns absichern. Sogar wenn wir den Arbeitsplatz verlieren, gibt es eine Arbeitslosenversicherung. Wenn wir krank werden, können wir ins Krankenhaus gehen. Also für so viele Dinge ist gesorgt. Und ich denke mir, das führt auch dazu, dass wir irgendwo das Vertrauen in Gott verloren haben, weil wir es nicht mehr müssen. Und die Menschen, die in Afrika beispielsweise leben, in verschiedenen Gebieten, sind angewiesen auf Gott. Ich glaube, dass die einen viel tieferen Glauben oft einfach haben, weil sie es brauchen, weil sie in verschiedensten Situationen Gott brauchen und er dort dann auch einfach eingreift. Und wir versuchen beispielsweise durch Alarmanlagen, durch irgendwelche Wachinstrumente
unsere Sicherheit zu gewährleisten. Wir kaufen sichere Autos, wir schließen Versicherungen ab, Unfallversicherungen, Krankenversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, sogar Lebensversicherungen und versuchen verschiedenste Bereiche unseres Lebens in irgendeiner Form abzusichern. Aber das sind eigentlich alles falsche Sicherheiten. Also alles Dinge, auf die wir bauen, die schlussendlich keinen echten Bestand haben. Vielleicht geht es euch auch manchmal so, wenn wir heute in die Welt hinausschauen, wenn wir die Zeitung lesen, wenn wir die Nachrichten anschauen, dann ist das Umfeld irgendwo besorgniserregender geworden im Vergleich zu früher. Vor 20, 30 Jahren war es irgendwo noch sicherer. Oder dieses Europa, das geplagt war von Weltkriegen, vom Kalten Krieg, oder viele Jahre, einige von euch haben das in der Kindheit noch erlebt. Dort hatte man Angst, dass vielleicht irgendwann einmal eine Atombombe gestartet wird, wie auch immer. Und dort war dieser Kalte Krieg in den 60er, 70er Jahren sehr aktiv. Und jetzt hatten wir die letzten 20, 30 Jahre in Europa eine friedliche Zeit. Also wir haben uns vertraut auf die Politik, wir haben vertraut auf diese Sicherheit, in der wir waren. Und plötzlich ist dieser Krieg in der Ukraine sehr, sehr nahe an unsere Grenzen gekommen. Und viele Menschen sind verunsichert. Und ich denke mir, auch die Menschen in der Ukraine, dort leben übrigens viele Juden, viele Christen, die haben nicht damit gerechnet. Und viele haben alles verloren. Die haben ihre Häuser verloren, die haben ihre Fahrzeuge verloren, die haben ihren Job verloren und waren schlussendlich, also mussten um ihr nacktes Überleben kämpfen, haben Schutz in U-Bahn-Schächten gesucht. Und wir haben dort auch Zeugnisse gehört und gesehen von Menschen, die dort Lobpreis gemacht haben, wie auch die Kraft Gottes gekommen ist, wie Sicherheit einfach durch die Gegenwart von Jesus Christus gekommen ist. Und wir wissen oft heute nicht, also wir wiegen uns vielleicht in einer falschen Sicherheit. Wir wissen oft nicht, geht dieser Krieg weiter oder nicht. Das haben wir in dem Sinn nicht im Griff. Was wir aber wissen, als Kinder Gottes sind wir in irgendeiner Form beschützt. Also wir sind unter Gottes Schutz. Ist einerseits ein äußerer Schutz, aber auch ein innerer Schutz, also ein inneres Getragensein. Wir dürfen einfach wissen, auch wenn um uns herum Unsicherheit ist, die Welt schwankt, bestimmte Dinge, auf die wir gebaut haben, zusammenstürzen. Oder viele Menschen verlieren ihre Ersparnisse durch Inflation, wenn jedes Jahr das Geld 10% weniger wert wird, dann ist es so, dass das einfach irgendetwas ist, das durch die Finger hindurchfließt. Also die Menschen sehen, wir können nicht vertrauen auf unsere Währung, wir können nicht vertrauen. In Corona-Zeiten haben wir gemerkt, wir können auch auf unsere medizinische Versorgung nicht vertrauen. Und wir Christen wissen, dass der Einzige, der uns Halt gibt, der uns Sicherheit gibt, ist Jesus Christus. Und ich darf euch hier noch was vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium im Kapitel 7. Oder vielleicht beginnen wir mit Kapitel 6. Dort heißt es, darum sollt ihr, 6,31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Also ein Ausdruck, wie wir dieses Bedürfnis nach Sicherheit auch stillen möchten, sind oft unsere Sorgen. Wir haben in irgendeiner Form Angst, dass die notwendigen Dinge in unserem Leben nicht da sind. Wir haben Angst, dass wir vielleicht zu wenig zu essen haben, zu wenig zu trinken, zu wenig Geld für die Versorgung oder dass wir krank werden. Und der Herr sagt, sorg dich nicht. Das ist ein Gebot von Jesus. Er sagt, sorge dich nicht, denn das machen die Heiden. Er sagt, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all diese Dinge braucht. Also wir dürfen wissen, wir haben einen Vater im Himmel. Er kennt unsere Bedürfnisse. Er kennt unsere Nöte, er weiß, was wir brauchen und er kümmert sich darum. Und dann lesen wir weiter, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so werden euch all diese Dinge zufallen. Also für mich oft, ich habe gerade das Zeugnis gelesen von der Familie Türcher, die hier mal in der Gemeinde auch war und vielleicht im Herbst nochmal kommt, die haben sich entschieden, nach Mexiko zu gehen. Also ist eine Familie, eine junge Familie mit 3 Kindern. Und sie sind bereit, einfach aufs Wasser zu gehen und Gott zu vertrauen, dass er sie versorgt. Die haben nicht in irgendeiner Form im Hintergrund ein fixes Einkommen, sondern sie sind darauf angewiesen, dass Gott ihnen jeden Monat Finanzen zur Verfügung stellt und er macht es. Oder? Also ich denke mir, wenn Gott uns zu so einem Dienst berufen hat und wir im Glauben gehen,
dann wird er auch eben diesen Dienst unterstützen und versorgen. Aber für mich ist das immer, ich sage jetzt mal, auch bewundernswert, dass es Menschen gibt, die wirklich so dann auf Gott vertrauen, dass sie bereit sind, ihren Arbeitsplatz aufzugeben und bereit sind, einfach aus Glauben zu leben. Der Herr sagt, wenn wir nach seinem Reich nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er all diese Bedürfnisse stillen, die in unserem Leben einfach da sind. Lesen wir noch weiter in Matthäus 7, 24 vom Hausbau. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Also Jesus hat hier das Leben mit einem Haus, mit dem Bau eines Hauses verglichen. Und wenn wir unser Leben Jesus Christus geben, dann ist es so, dass wir unser Fundament auf Fels bauen. Und auch wenn Stürme kommen, auch wenn starker Regen kommt, wenn starke Stürme kommen, dann wird dieses Haus bestehen bleiben. Also wenn wir sein Wort hören, wenn wir sein Wort tun, dann wird dieses Haus Bestand haben. Und er sagt, und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also die Menschen haben gemerkt, Jesus hat hier mit Vollmacht, mit Autorität gepredigt, er hat ihnen mitten ins Herz gesprochen und sie haben gemerkt, eben, dass dieses Haus, das auf Fels gebaut ist, wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir einfach seine Worte hören und tun, dann bauen wir dieses Haus auf Fels. Und egal, was für Umstände in unser Leben hineinkommen, wir dürfen wissen, dieses Haus hat Bestand. Es hat auch in Ewigkeit Bestand. Und auch wenn manche Umstände kommen, die dazu führen, dass wir das Leben verlieren, ist es so, dass wir wissen dürfen, unser Leben ist nicht zu Ende, es geht in Ewigkeit weiter. Also wir Christen müssen eigentlich keine Angst vor dem Tod haben, weil wir wissen dürfen, Gott hat einen Platz bereitet, in Ewigkeit in seiner Gegenwart. Und ich denke mir, viele Menschen, die sehr erfolgreich sind in dieser Welt, die vielleicht viel Geld haben oder viel Autorität haben oder einen großen Namen haben, viele von ihnen bauen ihr Haus auf Sand. Es schaut zwar sehr gut aus, es schaut vielleicht sehr groß aus, es schaut sehr luxuriös aus, aber wenn die Stürme des Lebens kommen, wird sich erweisen, was das Fundament eines Lebens ist. Ob das Haus auf Fels gebaut ist oder ob das Haus auf Sand gebaut ist. Und das Haus kann wunderbar ausschauen, aber wenn das Fundament nicht stimmt, dann wird es in Zeiten der Not zusammenbrechen. Und wir dürfen wissen, unser Haus ist einfach auf Fels gebaut, ist auf einem Fundament gebaut, egal was uns in unserem Leben widerfährt, ob schwierige Situationen kommen, sogar wenn Tod unser Leben in dieser Welt wegnimmt, unser Haus ist auf Fels gebaut und wird in Ewigkeit bestehen bleiben. Vielleicht noch ein Gedanke. Jesus hat dieses Bedürfnis nach Sicherheit in den Tod gegeben. Er war bereit, am Kreuz alles aufzugeben. Er war bereit, seine Sicherheit aufzugeben, sein Leben in den Tod hineinzulegen und damit wir diese Sicherheit erfahren dürfen. Also er hat jedes dieser Bedürfnisse am Kreuz in den Tod gelegt, damit unser Bedürfnis gestillt werden kann. Und vielleicht noch einen interessanten Psalm, Psalm 127, Vers 1. Dort lesen wir, wenn der Herr nicht das Haus baut, so bearbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Also wir dürfen wissen, dass wenn der Herr nicht in unseren Projekten drinnen ist, wenn der Herr uns nicht begleitet in dem, was wir machen, dann arbeiten wir umsonst, wir bauen umsonst, wir wachen umsonst. Wir dürfen wissen, wenn wir uns ihm anvertrauen und seine Werke tun, dann ist er derjenige, der diese Dinge bewahrt, beschützt und uns das gibt, was wir brauchen, ohne dass wir darum ringen, ohne dass wir darum kämpfen, ohne dass wir in irgendeiner Form uns darum abmühen müssen. Also er ist der uns versorgt, der uns all die Dinge gibt, die wir brauchen und wir dürfen einfach in jeder Situation ihm vertrauen und dürfen wissen, er ist es, der all die Dinge, die wir brauchen,
zu seiner Zeit in unser Leben hineinbringt. Und ich denke, mir ist schön, dass wir einfach Jesus Christus als diese Tür kennenlernen dürfen, die uns Sicherheit gibt. Oder bei ihm sind wir sicher, bei ihm sind wir geborgen. Er stillt dieses Bedürfnis, dass wir einfach sicher sind. Und ich finde es auch schön, dass wir lernen dürfen, einfach unser Vertrauen nicht auf falsche Dinge zu setzen. Auf Geld, Karriere oder wie auch immer, auf andere Dinge, auf die medizinische Versorgung. Wir dürfen wissen, wenn es hart auf hart kommt, ist Jesus derjenige oder der Einzige, der uns helfen kann. Dann kommen wir noch zu einem anderen Bedürfnis. Das ist das Bedürfnis nach Treue und Loyalität in Beziehungen. Ich denke mir, wir kennen das alle. Also jeder von uns hat dieses Bedürfnis nach treuen Beziehungen. Also Gott hat dieses Bedürfnis in uns hineingelegt und wir haben ein tiefes Bedürfnis danach, dass wir Menschen kennen und Menschen um uns haben, denen wir vertrauen können. Also einfach ein Bedürfnis nach Treue in Beziehungen. Und ich glaube, jeder von uns hat das auch schon erfahren, dass wir verletzt worden sind durch Menschen, die uns einfach in irgendeiner Form enttäuscht haben. Wir haben Menschen vertraut und es sind Beziehungen in Brüche gegangen, Menschen haben uns enttäuscht. Dann ist es oft so, dass dieses Vertrauen, das wir ihnen gegeben haben, missbraucht worden ist. Und wir haben uns zurückgezogen und manche Menschen haben dann eine Strategie entwickelt und haben sich gesagt, ja, wenn mir das passiert ist, das lasse ich nicht mehr zu, ich mache einfach mal dicht, oder? Also wir gehen durchs Leben, indem wir einfach eine Mauer um uns bauen und einfach sagen, weil wir bereits enttäuscht worden sind, den Fehler machen wir nicht mehr, dass wir Menschen vertrauen, wir schützen uns selbst, wir bauen eine Mauer um uns herum, damit wir nicht mehr verletzt werden. Aber durch diese Mauer mauern wir uns irgendwie auch selbst ein und das führt zu Einsamkeit, führt irgendwie dazu, dass wir eigentlich mit anderen Menschen nicht mehr in tiefe Beziehungen eintreten können. Und der Herr sagt, er möchte diese Verletzungen heilen und möchte uns auch wieder offen machen für neue tiefe Beziehungen. Und Jesus sagt hier zu uns, ich möchte euch das vorlesen. Er sagt folgendes Ich Bin-Wort. Er sagt, ein Dieb kommt nur, im Johannes 10,10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also Jesus sagt zu uns, er ist dieser Hirte für uns. Er gibt sein Leben für uns und im Gegensatz zum Feind, der gekommen ist, um zu töten, zu schlachten und umzubringen, ist er gekommen, um uns Leben zu bringen. Er ist gekommen, um uns all das zu bringen, was wir brauchen. Und wenn wir weiterlesen, heißt es, der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, er sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Also Jesus sagt, ich bin kein Mietling, ich bin nicht einer, der euch verlässt, wenn es schwierig wird, der, wenn er den Wolf kommen sieht, eigentlich sich zurückzieht, sondern ich bin der, der sich vor euch hinstellt, wenn der Feind kommt. Ich bin derjenige, der euch beschützt, wenn eben der Wolf, wenn der Feind in euer Leben kommt. Und er sagt, ich mache das, indem ich mein Leben gebe für euch. Also er ist bereit, sein Leben für uns zu geben. Er hat sein Leben für uns am Kreuz hingelegt und dadurch können wir ihn als guten Hirten erleben. Und dadurch hat er war auch bereit, auf die Treue zu verzichten. Sein Bedürfnis nach Treue und Loyalität hat er in den Tod gegeben. Wir wissen, Jesus wurde verraten von einem seiner Jünger. Judas hat ihn durch einen Kuss verraten. Judas war mit ihm über 3 Jahre täglich beieinander und dieses Bedürfnis nach Treue in Beziehungen wurde bei Jesus in den Tod gelegt, oder? Auch Petrus, einer seiner nächsten Jünger, hat ihn verraten und schlussendlich ist eigentlich niemand mehr bei ihm gewesen, als er am Kreuz war. Und ich möchte euch hier eine Bibelstelle vorlesen aus den Psalmen, Psalm 41. Dort ist dieser Verrat bereits prophetisch niedergeschrieben worden. Psalm 41, 10. Und auch mein Freund, dem ich vertraute,
der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Also hier ist bereits prophetisch Jahrhunderte, bevor es passiert ist, über Jesus geschrieben worden, dass ein Freund, der ihm vertraut war, einfach ihn mit Füßen getreten hat und sein Vertrauen mit Füßen getreten hat. Und was mich auch fasziniert, ist David. Er war auch einer, der immer wieder in den Psalmen gesprochen hat von enttäuschten und zerbrochenen Beziehungen. Also wir wissen, er hat es schwierig gehabt in seiner Kindheit. Wenn wir uns an seine Berufung erinnern, dort war eigentlich, als Samuel in die Stadt gekommen ist, als Samuel nach Bethlehem gekommen ist, waren alle versammelt, nur nicht David. Und alle sind vor Samuel vorbeigegangen. Und Samuel hat sich gedacht, ja, einer muss jetzt der zukünftige König sein. Und schlussendlich hat Gott überall gesagt, der ist es nicht und der ist es nicht. Und dann hat er gesagt, sind das alle deine Söhne, Isai? Und er hat gesagt, er ist noch der Jüngste bei den Schafen draußen. Also er war eigentlich nicht zum Festmahl geladen. Vielleicht war er ein Außenseiter aus der Familie, in dieser Familie. Und also ich denke mir, er hatte es schwierig in Beziehungen, vielleicht mit seinen Geschwistern. Und später, als er dann zur Armee gekommen ist, hat ihn der Vater hat ihn zur Armee geschickt und hat gesagt, er soll nach seinen Brüdern schauen. Und auch dort hat dann der älteste Bruder zu ihm gesagt, wo hast du denn deine wenigen Schafe gelassen? Was machst du überhaupt hier? Also auch dort hat er Ablehnung erfahren. Und dann wissen wir die Geschichte, dass er dann Goliath besiegt hat. Und später, als er dann an den Königshof gekommen ist, hat König Saul ihn auch verfolgt. Also ich sage jetzt mal ganz nahe Beziehungen, die eigentlich ihn immer wieder enttäuscht haben. Und auch innerhalb der Familie, als er dann selbst Kinder hatte, wissen wir, dass es zu verschiedensten Problemen gekommen ist. Sein eigener Sohn hat ihn dann aus dem Palast vertrieben, wollte die Macht von ihm nehmen, wollte ihn umbringen. Und wir kennen die ganze Geschichte bei König David, dass er es oft schwierig gehabt hat in Beziehungen. Und er hat hier auch im Psalm 55 etwas geschrieben, im Vers 13. Hier lesen wir, wenn mein Feind mich schmähte, wollte ich es ertragen. Wenn einer, der mich hasst, groß tut wider mich, wollte ich mich vor ihm verbergen. Aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter. Dir, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen, inmitten der Menge. Also wir sehen hier, dass König David hat davon gesprochen, dass Menschen, die ihm sehr vertraut waren, ihm eigentlich in den Rücken gefallen sind. Und vielleicht ist das euch auch schon passiert. Vielleicht auch Brüder in der Gemeinde, Schwestern in der Gemeinde, denen ihr vertraut habt, die dann irgendwann einmal, wo Beziehungen auseinandergegangen sind, wo es der Feind geschafft hat, Spaltung zu bringen, und es ist oft sehr schmerzhaft. Oder es sind oft sehr tiefe Beziehungen, die in der Gemeinde entstehen. Und wenn dann dort eben solche Beziehungen zerbrechen, tut uns das oft sehr weh und führt dazu, dass wir eigentlich sagen, ja gut, wir vertrauen nicht mehr. Aber der Herr sagt, wir sollen trotzdem ein weiches Herz behalten und vergeben und nach vorne schauen. Und es kann auch sein, dass Gott diese Beziehungen wieder, ich sage jetzt mal, zusammenführt, oder? Dass er diese Beziehungen wiederherstellt. Und wenn wir so unser Leben betrachten, hat Gott uns innerhalb der Familie tiefe Beziehungen gegeben, durch unseren Ehepartner, zu unseren Kindern. Und wir sind bereit, für unsere Kinder das Leben zu geben, wir sind bereit, unsere Zeit zu geben. Aber auch dort kann es Probleme geben. Oder es kommt eine Zeit, in der die Kinder erwachsen werden, einen eigenen Kopf bekommen, oft unseren geistigen Weg nicht verstehen. Und da können wir dafür beten, dass Gott sie wieder zurückführt, dass Gott wieder eine innige, tiefe Beziehung schenkt. Und es gibt auch ein Spannungsfeld, vielleicht habt ihr das auch erlebt, mit euren eigenen Eltern, als ihr euch entschieden habt, Jesus nachzufolgen. Vielleicht waren eure Eltern gläubig, vielleicht waren sie es nicht. Oft sind die Eltern sehr kritisch und lehnen diesen geistigen Weg ab. Es gibt dann dieses Spannungsfeld. Einerseits heißt es, wir sollen unsere Eltern ehren. Wir sollen einfach sie in Ehren halten. Es ist auch eine Verheißung damit verbunden, dass es uns gut geht, dass wir lange leben auf Erden. Aber andererseits heißt es auch, wir sollen Gott mehr gehorchen als Menschen. Und er sagt auch, dass Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Also die Wahrheit trennt. Sie trennt teilweise auch Beziehungen. Und sie trennt teilweise auch Beziehungen innerhalb einer Familie, wenn Menschen einen geistigen Weg gehen und die anderen diesen Weg nicht mitgehen möchten oder nicht akzeptieren oder verachten. Und dort müssen wir einfach wissen, dass wir uns auf Gottes Seite stellen. Und ich denke mir, wenn wir auch bereit sind, keine falschen Kompromisse zu machen, ist es oft vielleicht mit einer Trennung verbunden, aber Gott kann
Verbindung schenken. Und Gott kann dann oft, wenn wir klar sind und klar den Weg mit ihm gehen, dann auch die anderen überführen und dann eher wiederum zurückbringen und das als Weg verwenden, um dann auch unsere Familienmitglieder, die noch nicht gläubig sind, zu ihm zu führen. Also es ist oft eine Spannung, dass Gott einfach seelische Beziehungen, die einfach rein auf seelischer Ebene aufgebaut sind, manchmal auseinandergehen lässt, um sie später, wenn diese Menschen auch Gottes Geist kennenlernen, wieder tiefer zu verbinden. Also ich glaube, wir müssen oft auch in unserer Familie einfach damit rechnen, dass es manchmal zu Trennung, zu Spaltung, einfach zu Schwierigkeiten kommt, zu Unverständnis kommt. Aber wir dürfen wissen, dass Gott einfach auch dort seine Hand darüber hält und diese Beziehungen in seiner Hand hat. Was für mich wertvoll ist, ist, dass Gott uns eine geistige Familie gibt. Also wir haben vielleicht manchmal Schwierigkeiten mit der irdischen Familie, aber Gott gibt uns Menschen, die wiedergeboren sind, aus verschiedenen Kulturkreisen, aus verschiedenen Altersgruppen, die er zusammenfügt. Und wir dürfen wissen, in jedem von uns, jeder von uns ist ein Kind Gottes und in jedem von uns lebt Jesus Christus. Und ich denke mir, dass mit Christen eine andere Beziehung möglich ist als mit ungläubigen Menschen. Also vielleicht hast du Menschen in der Welt, mit denen du dich gut verstehst am Arbeitsplatz, aber die Menschen, die Brüder und Schwestern in der Gemeinde, dort ist einfach eine viel tiefere Beziehung möglich, weil wir ein gemeinsames Fundament haben, weil Jesus Christus in uns allen einfach lebt. Und das ist einfach wunderbar, dass wir diese Beziehungen haben dürfen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch auf diese lokale Gemeinde einlässt. Also manche Christen sind ja so, dass sie sagen, ich habe alles zu Hause, ich habe einen guten Internetanschluss, es gibt super Predigten in YouTube oder auch im Fernsehen und dort bekomme ich alles, was ich haben möchte. Wenn ich einen Evangelisten hören möchte, kann ich ihn anklicken oder wenn ich einen Propheten hören möchte, kann ich ihn anklicken. Und in der lokalen Gemeinde schaffen sie das sowieso nicht, diese Qualität an Lobpreis oder an Predigt zu bringen. Aber der Herr sagt, ich möchte, dass du dich einlässt auf diese lokale Gemeinde. Das heißt ja nicht, dass du nicht auch mal eine Predigt im Internet oder im Fernsehen anschauen kannst, aber er möchte einfach Menschen in einer lokalen Gemeinde zusammenführen. Warum? Weil wir einfach Jesus im anderen Menschen begegnen können, oder? Und weil er uns auch verwenden möchte, um anderen zu dienen und weil er uns durch andere Menschen dienen möchte. Und das geht eben nicht nur durch ein Wort, das digital übers Internet zu uns kommt, oder? Also es ist sehr wichtig, dass wir uns auf diese Gemeindefamilie einlassen, auf diese Beziehungen einlassen. Und wir dürfen auch beten, dass wir einfach sagen, Herr, mach uns zu einem Segen für andere, mach uns zu einem Kanal des Segens für andere, für Menschen in meiner Umgebung und mach sie zu einem Segen für mich. Und ich muss sagen, ich habe oft schon Segen erlebt durch Menschen in der Gemeinde, durch Predigt, durch Lobpreis, durch prophetische Worte, aber einfach auch durch Gespräche, in dem jemand einfach was zu mir gesagt hat, ohne dass er es gemerkt hat, hat er ein Wort Gottes für mich weitergegeben. Also wir dienen oft anderen, einfach in einem Gespräch, ohne dass wir es merken, berührt das eine andere Person oder wir werden berührt durch ein Wort eines anderen, weil Gott durch uns wirkt, oder? Manchmal spüren wir es und manchmal spüren wir es nicht. Und vielleicht hier noch eine Stelle, die wir auch kennen im 1. Korinther. Dort vergleicht Paulus die Gemeinde mit einem Leib. 1. Korinther 12, Vers 12. Hier lesen wir, denn wie der Leib einer ist doch und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Also wir sehen hier, die Gemeinde ist wie ein Leib, er besteht aus verschiedenen Gliedern und doch ist er eins. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Also unabhängig davon, was du für eine Herkunft hast, aus welchem Land du kommst, was du für einen Hintergrund hast, ob du jetzt einen jüdischen oder muslimischen oder christlichen Hintergrund hast oder was auch immer, wo du herkommst, wenn Menschen an Jesus gläubig werden, dann ist es so, dass Gott hier einen Leib schafft oder dass Gott uns zu diesem Leib hinzufügt, wenn wir eben Jesus Christus in unserem Herzen angenommen haben. Unabhängig davon, ob du jetzt aus der untersten Gesellschaftsschicht kommst oder
ob du aus einem Adelsgeschlecht kommst oder aus einem königlichen Geschlecht kommen solltest. Das ist so, Gott fügt zusammen und er macht diese Unterschiede, sind nicht wichtig. Also Jesus hat Menschen nicht anders behandelt, ob sie einfache Fischer waren oder ob sie Prostituierte waren oder ob sie Zöllner waren oder ob sie irgendwelche Theologiegelehrte waren. Er hat sie nicht anders behandelt, sondern er hat ihnen allen diese Erlösung angeboten, und wenn sie diese Erlösung angenommen haben, wurden sie in diesen Leib Christi hineingetauft. Und wir sind alle Glieder dieses Leibes. Es heißt dann weiter im Vers 24: Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Also wir sind dazu berufen, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander sorgen, wenn wir merken, es geht jemandem nicht gut, dass wir für ihn beten. Zum Beispiel jetzt der Mario hatte eine schwierige Zeit hinter sich, hatte eine schwierige Operation, und wir fühlten uns dazu berufen, für ihn zu beten, für ihn zu fasten, für ihn einzustehen in dieser schwierigen Zeit. Und ich habe mit ihm telefoniert, auch vor der Operation, und er hat gesagt, es hat ihn sehr berührt, dass die Gemeinde für ihn gebetet hat, und auch Menschen, die er gar nicht gekannt hat, haben für ihn gebetet. Also ich habe gehört von einer Frau aus Island, eine Evangelistin, glaube ich, die hat mit ihm über eine Stunde, sogar fast 2 Stunden, glaube ich, gebetet vor der Operation, obwohl sie ihn überhaupt nicht kennt. Und so ist Gott. Also er verbindet Menschen über den Globus, oder? Und wir haben auch Menschen aktiviert in Indien und unsere Freunde, einfach auf Tommy Elmore in Afrika und andere, die einfach für unseren Bruder eingestanden sind. Und ich denke mir, nicht umsonst ist die Operation auch gut verlaufen. Oder es hätte auch viel schlimmer passieren können, dass er vielleicht nicht mehr aufwacht oder dass er nicht mehr sprechen kann, nicht mehr denken kann. Es gibt noch bestimmte Probleme, die Gott lösen muss und Gott lösen wird. Aber wir dürfen ihm einfach danken für das, was er bis jetzt gemacht hat. Und es heißt auch hier, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also wir sind hier in einer Verbindung miteinander, dass wir uns unterstützen in schwierigen Situationen, aber auch, dass wir Freude miteinander teilen, dass wir eben einfach miteinander so verbunden sind, dass wenn ein anderer geehrt wird, wir auch uns freuen, wie wenn wir selbst geehrt werden, weil wir einfach dort Gottes Wirken erkennen. Und Paulus hat hier auch geschrieben, dass der eine sagt, ja, ich bin keine Hand, deshalb bin ich nicht Glied des Leibes. Oder ich bin kein Fuß, deshalb bin ich nicht Glied des Leibes. Und er sagt hier, ja, der Leib besteht eben nicht nur aus Händen und nicht nur aus Füßen und nicht nur aus einem Kopf, sondern aus unterschiedlichen Organen, aus unterschiedlichen Gliedern. Und in seiner Fülle ist er eigentlich wertvoll, oder? Ich denke, mir ist wichtig, dass jeder einfach seinen Bereich findet, seinen Platz findet. Jeder hat unterschiedliche Gaben und Talente bekommen, die Gott so ausgeteilt hat, damit wir einfach einander dienen. Und ich denke mir, dass eben Jesus bereit war, sein Bedürfnis nach Treue, nach Loyalität in den Tod zu geben, damit dieses Bedürfnis in uns gestillt wird, in der Gemeinde, aber auch in anderen Beziehungen, oder? Wichtig ist aber, dass wir uns öffnen für Menschen, aber dass wir einfach wissen dürfen, wir können von Menschen enttäuscht werden, auch innerhalb der Familie. Und dass wir vor allem auf den Herrn bauen. Also dass wir vor allem auf die Beziehung mit Gott bauen. Und dann wird dieses Grundbedürfnis gestillt. Ich denke mir, alle unsere Bedürfnisse werden zutiefst nur in Christus gestillt. Ob das jetzt unser Bedürfnis nach Sicherheit ist oder unser Bedürfnis nach Treue ist, unser Bedürfnis nach Loyalität ist oder unser Bedürfnis nach Selbstausdruck ist. All diese Bedürfnisse werden zutiefst nur in Christus erfüllt. Und vielleicht kann ich noch kurz eingehen auf dieses Bedürfnis nach Selbstausdruck. Jesus sagt, ich lese euch das vor, im Johannes Kapitel 8, muss es kurz finden. Johannes Kapitel 8, 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also Jesus sagt hier, dass er das Licht der Welt ist, und wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir eben nicht mehr in der Dunkelheit wandeln, sondern wir werden im Licht wandeln bei ihm. Und das hat zu tun mit dem Bedürfnis nach Selbstausdruck. Licht ist etwas, das ausstrahlt. Licht ist etwas, das Wärme gibt. Und
Das ist etwas, das Gott auch in uns hineingelegt hat. Er möchte, dass wir strahlen. Er möchte, dass wir einfach Licht sind in dieser Welt. Und er hat uns eine besondere Leuchtkraft gegeben. Er sagt dann auch später, ihr seid das Licht der Welt. Also nicht nur er ist das Licht der Welt, sondern Gott lebt in uns und er möchte durch uns hindurch strahlen, einfach, dass wir ein Licht sind in der Finsternis. Jesus sagt ja auch, oder im Jesaja lesen wir auf, steh auf, werde Licht, oder denn dein Licht kommt, oder die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Also wir dürfen in dieser Finsternis Licht werden. Und in jedem von uns ist eben dieses Bedürfnis nach Selbstausdruck. Der eine drückt sich aus, indem er zeichnet. Christella zum Beispiel kann gut zeichnen, sie drückt sich dadurch aus. Oder der andere drückt sich aus, indem er vielleicht Musik macht oder indem er irgendetwas aufschreibt. Oder durch unsere Kleidung drücken wir uns aus, durch unsere Arbeit drücken wir uns aus. Das sind verschiedene Dinge, durch die wir uns ausdrücken, durch die wir unsere Talente zeigen. Und das ist auch etwas, was wir in jedem Kind sehen. Also jedes Kind möchte sich selbst ausdrücken, möchte durch die Sprache, durch die Kommunikation, durch verschiedene Dinge einfach Dinge vom Inneren nach außen bringen, oder? Und Gott hat das auch in uns hineingelegt. Also er möchte, dass wir, hat uns Talente gegeben, dass wir sie entdecken und er möchte, dass wir sie einfach zum Strahlen bringen. Und Jesus selbst hat dieses Bedürfnis nach Selbstausdruck auch in den Tod gelegt. Wir wissen, als er vor Pilatus war, hat er sich nicht verteidigt. Er hat sich nicht selbst ausgedrückt. Er hat auf sein Bedürfnis nach Selbstausdruck, nach Selbstverteidigung verzichtet. Und damit dieses Bedürfnis nach Selbstausdruck in uns geheilt werden kann. Und oft ist es so, dass dieses Bedürfnis auch gestört ist. Das heißt, manche Menschen haben ein übersteigertes Bedürfnis, sich selbst auszudrücken, vielleicht weil sie früher zu wenig gehört worden sind oder unterdrückt worden sind und das nicht konnten. Und bei anderen Menschen ist dieses Bedürfnis völlig eingeschlafen, weil sie vielleicht zu starke Menschen um sich gehabt haben. Vielleicht eine Frau, die immer einen starken Mann zur Seite hatte, der immer für sie gesprochen hat, bei der ist irgendwann dieses Bedürfnis nach Selbstausdruck eingeschlafen oder vielleicht abgestorben. Und der Herr sagt, ich möchte das wieder aktivieren in dir. Ich möchte dieses Bedürfnis nach Selbstausdruck wieder aktivieren. Ich möchte, dass du ein Licht bist und ausstrahlst und dass ich möchte mit meinem Licht in besonderer Weise durch dich in die Welt hineinwirken. Und ich denke mir, jeder von uns hat eine besondere Farbe, vielleicht dieses Regenbogens, dieses, wir wissen, ein Licht, wenn es aufgespalten wird, wenn es durch ein Prisma erscheint, ist es so, dass eben dieses Licht in verschiedene Farben aufgespalten wird. Und ich glaube, jeder von uns hat eine besondere Farbe, durch die Gott sein Licht hindurchstrahlen lässt. Ich glaube, wir müssen uns einfach darum kümmern, dass das Glas sauber ist, dass Gott strahlen kann. Weil wenn du so eine Laterne anschaust, die, ich sage jetzt mal, voller Ruß ist, dann kann das Licht nicht wirklich raus. Aber wenn diese Laterne sauber gereinigt ist, wenn sie geheiligt ist, ist es so, dass dieses Licht einfach ausstrahlen kann. Und ich möchte jetzt einfach beenden. Es gibt noch andere Bedürfnisse, auf die wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit noch einfach zurückkommen können. Aber lasst uns vielleicht aufstehen am Schluss noch und dafür beten, dass Gott diese Bedürfnisse in uns stillt, dass wir sie nur bei ihm stillen lassen. Und es wäre schön, wenn wir zum Abschluss noch ein kurzes Lied spielen könnten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du verschiedene Bedürfnisse in uns hineingelegt hast. Und wir haben heute besonders dieses Bedürfnis nach Sicherheit besprochen, Herr. Und du weißt, wir Menschen, auch wir Christen, suchen oft Sicherheit in Dingen der Welt. Wir vertrauen manchmal dem Geld, wir vertrauen der Medizin, wir vertrauen bestimmten Dingen, Herr, dieser Welt. Aber du sagst, dass wir eigentlich nur dir vertrauen sollen. Du bist derjenige, der uns Sicherheit gibt, auch in schwierigsten Umständen, auch wenn wir selbst nicht weiter wissen, auch wenn jede Sicherheit von uns wegbröckelt, Herr, so dürfen wir wissen, dass unser Leben auf Fels gebaut ist. Ich danke dir, dass wir ein starkes Fundament haben und dass dieses Fundament nicht wankt. Und auch wenn Stürme in unserem Leben auftreten und Schwierigkeiten kommen, dürfen wir wissen, Herr, dass wir sind sicher bei dir. Und wir danken dir, dass wir durch diese Tür gegangen sind und dass wir bei dir Schutz haben, Herr, dass du uns bewahrst auch vor dem Feind, dass du uns bewahrst vor Angriffen des Feindes. Und wir danken dir, Herr, dass du auch der gute Hirte bist, Herr, und dass du uns dieses Bedürfnis nach Treue in Beziehungen stillst, Herr.
Du hast dein Leben für uns am Kreuz gegeben. Und ich danke dir, Herr, dass du einfach auch wertvolle Beziehungen in unser Leben hineingestellt hast. Herr, auch hier in der Gemeinde, du hast uns wertvolle Beziehungen gegeben, Menschen, die auch bereit sind, ihr Leben für uns zu geben. Und wir wollen auch bereit sein, unser Leben für die anderen zu geben, Herr. Wenn es schwierig ist, Herr, hilf uns einfach, dass wir füreinander da sind in der Gemeinde, in den Beziehungen in der Gemeinde. Und ich bitte dich, dass wir unser Herzen noch mehr öffnen, Herr, und noch verletzlicher werden voreinander, auch mit der Gefahr, dass wir enttäuscht werden. Aber ich glaube nur so, wenn wir unsere Mauern niederreißen, dann sind echte Beziehungen möglich, Herr. Und ich danke dir auch, Herr, für unser Bedürfnis nach Selbstausdruck, dass du auch das heilst, Herr, dass du dein Licht durch uns strahlen lassen kannst, Herr. Wir sind Kinder des Lichts, Herr. Ich bitte dich, dass du dein Licht durch uns strahlen lässt, Herr, und dass diese Laterne sauber ist, Herr, dass du durch uns leuchten kannst, Jesus. Und ich bitte dich, dass dieses Bedürfnis nach Selbstausdruck geheilt wird, überall dort, wo es noch gehemmt ist, überall dort, wo du Dinge in uns drinnen hast, die nicht hinaus können, weil wir vielleicht minderwertig sind oder weil das unterdrückt worden ist, so bitte ich dich, dass du das heilst, Herr, dass wir uns so ausdrücken können und das Licht so strahlen können, Herr, so wie du es möchtest, Herr. Amen.